mit ganz großer Freude darf ich den ersten Keynote-Speaker des heutigen Tages anmoderieren. Gründer des ISB, bis heute Leitfigur des ISB und mit uns allen, die dort arbeiten, sehr, sehr eng verbunden. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Dr. Bernd Schmid, ein herzlicher Applaus. Ja, ich habe gesagt, schön, dass du da bist, weil eigentlich bist du im Ruhestand und gar nicht mehr auf großen Bühnen zu sehen. Und es ist so toll, dass du es doch noch mal tust. Du hast mich ja lange genug geknetet. Ich konnte nicht aufhören zu fragen, Jahr für Jahr. Schön, dass es geklappt hat. Du hast ein ganz tolles Thema heute. Es geht um Schwäne, Schwäne, die ja auch das Markenzeichen des ISB sind, ihr wisst es. Heute sind es grüne Schwäne. Grüne Schwäne von kühnen Ideen zum täglichen Vollzug. Selbstüberschätzung, Großmut und Bescheidenheit. Darüber dürfen wir was hören. Ja. Und für alle die Info, Bernd wird jetzt ungefähr 20 Minuten sprechen und danach werden wir alle mit ihm in Kontakt sein, mit euren Fragen, mit euren Anmerkungen. Bernd wird zur Verfügung stehen, beantworten, was er kann. Und mir wird immer wieder gesagt, dass ich eigentlich am flüssigsten rede, wenn wir am Mittagstisch sitzen. Also diese Atmosphäre können wir nochmal herstellen. Aber ich muss euch vorher schon einen formellen Vortrag antun, weil zu einem so anspruchsvollen Thema wollte ich nicht so mit der Hand in der Hosentasche anreißen. Das wird toll. Viel Spaß. Danke. Deine Bühne. Mich hat die Vorbereitung ziemlich umgetrieben. Ich habe noch mal viel studiert, recherchiert, nachgedacht. Das Thema ist ja, wie man so sagt, endlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und je weiter ich in meinen Vorbereitungen gekommen bin, desto mehr stellte ich fest, es ist alles gesagt, nur nicht von mir. Also sind die meisten Textpassagen zu dieser Rede im Papierkorb gelandet. Von flammenden Appellen bis zum Bekenntnis, dass auch ich mich ziemlich hilflos fühle, alles dabei. Schließlich habe ich weitere Verbesserungsversuche aufgegeben. Ich tröste mich mit Goethe, dem sein Verleger auf die Ankündigung einer weiteren Überarbeitung eines Textes hin geschrieben haben soll: Es wird wohl nicht besser, es wird nur anders. Ich bin ja ein Hörmensch, mehr als ein Lesemensch. Im Podcast Lanz und Brecht fragt Markus Lanz seinen Dialogpartner Richard David Brecht, was ist wohl dem durch den Kopf gegangen, der auf den Osterinseln den letzten Baum gefällt hat? Richard David Brecht Reaktion sinngemäß: Viel wichtiger ist die Frage, was denen durch den Kopf gegangen ist, die so viele Bäume geschlagen haben, dass die Verwüstung unumkehrbar wurde. Ich fürchte, es ist von uns die Rede. Der diesjährige Erdüberlastungstag war der 28. Juli. Das ist bekanntlich der Tag, an dem die verantwortbare Nutzung von Ressourcen des Planeten für dieses Jahr erreicht ist. Wir hätten also, um nachhaltig zu sein, jeglichen weiteren Betrieb einstellen müssen. Aber am 29. Juli ging alles weiter wie gehabt und ohne großen Aufruhr. Ausblendungen und Ausreden helfen uns, über den eigentlich erwartbaren Schock hinweg. Etwas beruhigt sogar der Fortschrittsglaube einiger wohlhabender Freaks, als könne auf dem Mars die Zukunft liegen, die wir hier unten gerade vergeigen. Schon vor 200 Jahren hat der Naturforscher Alexander von Humboldt prophezeit,
dass der Mensch eines Tages versuchen wird, auf andere Gestirne auszuweichen, um dann diese in seiner Arroganz genauso der Verödung preiszugeben wie die Erde. Ich meine, unser Hauptproblem ist, wir leben weit über unsere Verhältnisse und finden den Weg nicht, davon abzulassen. Nachhaltigkeit bedeutet im Grunde, dass nur von dem Mehrwert zu leben, den wir bei Erhalt der Lebensgrundlagen erwirtschaften können. Eine nachhaltige Umweltbelastung, zum Beispiel gemessen in CO2-Äquivalenz, läge pro Mensch bei circa einer Tonne. Wir Deutschen sind bei circa 10 Tonnen, die USA bei über 20 Tonnen. Aber wollen wir uns wirklich ehrlich machen? Wollen wir wissen, was wir wirklich an Mehrwert erzeugen und welche Zerstörung von Lebensgrundlagen wir dabei in Kauf nehmen? Wollen wir uns der Frage stellen, was uns zum Leben zusteht und wer im Zweifel leer ausgehen soll? Da man bekanntlich Geld nicht essen kann, sollten wir lernen, weniger in Geldströmen zu denken, sondern in realen Gütern, auch wenn diese keinen angemessenen Preis haben. Im wirtschaftlichen Denken hat sich Geldbewirtschaftung zunehmend von Realwirtschaft abgelöst. Wir, unser Berufsstand, könnten dazu beitragen, dem etwas entgegenzusetzen. Ich zumindest erschrecke, wie schnell wirklich Lebensnotwendiges für viele Menschen außer Verfügung geraten kann. Manche Fachleute reden vom Kartenhaus der Zivilisation. In Sachen Aufklärung ist da also noch viel zu leisten und wir alle können dazu beitragen. Zum Beispiel können wir dazu beitragen, viele Fiktionen als solche zu erkennen und zu benennen. Wir glauben zum Beispiel gerne, unseren Wohlstand hauptsächlich unserer Kreativität und Tüchtigkeit zu verdanken und daher einen so großzügigen Lebensstil zu verdienen. Oder in den Medien wird so geredet, als würden Unternehmen und Branchen zwar derzeit eine Krise durchmachen, aber schon irgendwie durchkommen. Dass ein Großteil unserer Wirtschaft und damit viele Unternehmen für ein nachhaltiges Leben schlicht überflüssig sind, traut sich kaum jemand auszusprechen. Die Menschheit ist in einer verzweifelten Lage, und die Entwicklungen in problematischer Logik haben gerade in den letzten 50 Jahren einen unbewältigbar erscheinenden Berg an Problemen angehäuft und wir stecken in vielfältigen Dilemmata. Noch in den 1970er Jahren sei der Weltüberlastungstag erst am 31. Dezember gewesen. Dies sagt zumindest der Ökonom Nico Pech in seinen Ausführungen zur Postwachstumsökonomie. Diejenigen, die ihn vielleicht noch nicht kennen, denen empfehle ich das sehr. Ein etwas älteres Buch hat den bezeichnenden Titel Befreiung vom Überfluss. Zeitenwende kann, meine ich, nur Aufbruch in qualitatives Wachstum heißen, in Rückbau und Umbau auf niedrigerem Konsumniveau. Vielleicht wären ja auch viel mehr Menschen zu einem Leben mit viel weniger materiellem Verbrauch bereit, ja würden am Ende davon profitieren. Wir könnten
zum Beispiel von drastisch sinkender Arbeitszeit, profitieren oder von Tempo 100, wie wir, die meisten wenigstens, jetzt doch alle rauchfreie Restaurants genießen. Ging doch auch, obwohl so viele gezetert haben. Unternehmensführer reden heute von Enkeltauglichkeit und viele wollen einen konsequenten Umbau wirklich angehen. Sie wissen, dass sie sich und anderen dabei allerdings einiges zumuten müssen. Wir sollten auf dieses schauen und sehen, was wir tun können, sie in jeder Hinsicht zu unterstützen. Und diese Unternehmensführer und Politiker sind hoffentlich auch die Mutigen und die Fitten. Denn das wird sicher kein Spaziergang werden. Hindernisse und Einwände gibt es genug. Doch müssen wir uns natürlich auch fragen, sind wir eigentlich für diese Akteure als Partner überhaupt interessant? Sind wir selbst mutig und fit genug, um für wirklich progressive Kräfte interessant zu sein? Ich bin froh, dass sich in den ISB-Curricula viele Professionelle solchen Fragen stellen. Und ich glaube, in Sachen Kompetenz haben wir alle noch viel Luft nach oben. Im beruflichen Bereich möchte ich eine Szene aus unserem Garten, da wo ich dann öfter im Liegestuhl liege, schildern. Wir sitzen beim Frühstück mit einem jungen, begabten und recht wachen Professionellen. Er kommt aus der Design Thinking Ecke und ist mit einem modernen, auftretenden Start-up seit Jahren als Inspirator in Unternehmen begehrt. Aber es wurde besinnlich zwischen uns und er meinte, ich habe erst jetzt in den letzten Jahren Unternehmen näher kennengelernt und ich bin überrascht davon, wie wenig effizient und effektiv es dort zugeht. Und wenn ich betrachte, was ich da beitragen kann und wie fürstlich ich dafür bezahlt werde, bringe ich das alles nicht zusammen. Überhaupt frage ich mich, auf diese Weise kann doch kaum der Wohlstand erzeugt werden, in dem wir leben. Oder wo kommt er sonst her? Meine Antwort: Ich finde deine kritische Betrachtung toll. Ich selbst habe ein ganzes Berufsleben gebraucht, um zu realisieren, wie sehr unser Wohlstand auf Ausbeutung beruht. Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, von Menschen und von Engagement auf allen Ebenen, im Kleinen wie international. Woher diese Neigung zum Plündern und zum Verschwenden kommt, weiß ich nicht. Aber ich habe die Überzeugung, dass wir beides drastisch reduzieren müssen. Im Privatleben, als Professionelle und als Mitwirkende in Organisationen. Ein großes Vorhaben, aber vielleicht hilft schon, sich als tägliches Mantra zu fragen: Ist hier Ausbeutung im Spiel? Kann ich etwas tun, um sie zu mindern? Sind hier unnötiger Verbrauch und Verschwendung im Spiel? Wie kann ich dem entgegenwirken? Und jeder muss natürlich auch bei sich anfangen. Nicht radikal, sonst sind die Neujahrsvorsätze schnell verrauscht. Aber doch stetig. Ist es denn wirklich ein Verlust an Lebensqualität oder beruflicher Wirksamkeit, wenn wir unseren Fleischkonsum oder unsere Flugreisen zunächst um 30% reduzieren?
Stop tourism, make your home a paradise. So hieß es schon in den 1970er Jahren, in denen der Club of Rome seinen ersten Bericht über die Grenzen des Wachstums vorlegte. Und wie haben wir damals reagiert? Wir waren schon irgendwie interessiert, aber haben auch erst mal abgewartet, was nun wirklich kommt. Das geht heute nicht mehr. In der schwarzen Filmkomödie Don't Look Up wird es drastisch dargestellt. Ein Komet rast auf die Erde zu und die verbreitete Mentalität ist, Ruhe bewahren und sondieren. Das haben die meisten damals auch gemacht. Und dabei hatten wir nichts Böses im Sinn. Wir haben halt nur mitgemacht. Dabei waren viele von uns enorm engagiert beim Ausbau des Landes, aber auch gegen Irrsinn wie den Vietnamkrieg oder das nukleare Wettrüsten. Und für euch gilt das sicher auch. Doch nun ist das Zeitfenster erschreckend klein geworden. Der gerade erschienene neue Bericht des Club of Rome bestärkt uns in der Hoffnung, dass wir durch mutigen Aufbruch noch die Klimakurve kriegen könnten. Doch als entscheidend wird dort hervorgehoben, dass wir die Unterschiede zwischen Privilegierten und Unterprivilegierten dringend verkleinern müssen. Eine alte Theorie übrigens, auch habe ich schon im Wirtschaftsstudium gelernt, dass wenn die Quote der Reichen über ein bestimmtes Maß steigt, das für alle, auch für die Reichen, eigentlich desaströs wird. Die 10 Reichsten dürfen nach diesem Bericht nicht über mehr als 40% der Vermögen verfügen. Gegenwärtig scheinen es über 80% zu sein. Aber blickt in den Spiegel, ich glaube, alle hier in dem Raum gehören zu diesen 10%. Und wir sollten unseren Beitrag leisten. Doch an nichts gewöhnt sich der Mensch so schnell wie an Privilegien und lebt sie in größter Selbstverständlichkeit. Aber wenn wir nicht wollen, dass die 90% Unterprivilegierten uns aus dieser Trance reißen und sich ihren Anteil mit Gewalt zu nehmen versuchen, müssen wir teilen, und zwar aktiv. Als Utopie für das Wirtschaften heißt das, die Spaltung zwischen Business und Charity muss aufgehoben werden. Gemeinwohlorientierung und Anstand sollten selbstverständlich zur entscheidenden Steuerung in jedem Beruf und in jeder Unternehmung gehören. Dazu braucht es Persönlichkeit, persönliche Auseinandersetzung mit Ängsten und mit Gier. Und viele der Sicherungswünsche, die weit über ein vernünftiges Maß hinausgehen, haben wohl mit Ängsten zu tun. Aber es braucht auch die Einsicht, dass Geld allein nicht genug bewirkt. Also wir können nicht nur durch irgendwie Abgabe von Geld dieser Verantwortung gerecht werden. Es braucht hohe professionelle und unternehmerische Kompetenz der Einzelnen und der Systeme, damit durch Teilen gesellschaftlicher Mehrwert wirklich geschaffen wird. Das ist eine gestalterische Herausforderung, die ich persönlich oft als anspruchsvoller erlebt habe als das Business des ISB. In dem Bereich liegen ja aber doch unsere speziellen Kompetenzen. Wir können doch hier vieles entwickeln und beitragen.
Die Bereitschaft zum Teilen ist also wichtig und wir sind beeindruckt, wie viele gerne großzügig beitragen. Für Effektivität ist aber auch wichtig, dass Bühnen dafür intelligent bereitet werden. Unternehmerische Kompetenz ist auch hier der Engpass. Bei ehrlicher Betrachtung, der David verfügbare unternehmerische Kompetenz steht überall einem Goliath Problemberge gegenüber. Vieles läuft auch im gemeinwohlorientierten Bereich unbefriedigend. Und es ist für uns alle eine Herausforderung, zu mehr Kompetenz und Leistungsfähigkeit dort beizutragen. Wir in der Schmidt-Stiftung und viele ISB-Netzwerker tun dies, indem wir versuchen, OE-Know-how dort fruchtbar zu machen. Schwierig ist es dabei mit dem, was Hannah Arendt die Banalität des Bösen genannt hat. Damit pathologische Gesellschaftsentwicklungen funktionieren und Charaktergestörte an die Hebel kommen, braucht es viele, die sich an solche schädigenden Wirklichkeiten gewöhnen. Die wenigsten davon meinen es böse. Sie sind eher gutwillig und unerfahren, schlittern aber so in Gewohnheiten und entwickeln ein System mit, aus dem herauszukommen schwierig ist. Und es ist schwer und unbequem, aus dieser Trance aufzuwachen. Umso mehr, wenn sie als Normalität daherkommt. Ich kann die Wut und die Verzweiflung von Gruppierungen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion verstehen. Es muss immer wieder Unruhe gestiftet werden, wenn offensichtlich nicht genug geschieht. Aber Verantwortungskultur und Standhalten wollen und können auch gelernt werden. Das ist auch notwendig, gerade bei großer Unüberschaubarkeit und Unsicherheit. Und dafür brauchen wir eine Beziehungs- und Gesprächskultur, in der wir miteinander ehrlich sind, uns aber auch gegenseitig unterstützen. Dabei sollten wir uns weder durch Schwarzmalerei noch durch Schönfärberei, weder durch Daueralarmiertheit noch durch Abschalten schwächen. Auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten, ist ja einer der beliebtesten ISB-Sprüche. Also reiten lernen. Ich selbst war immer überzeugt, dass das, was zählt, hauptsächlich mit Talent, Engagement, Ehrlichkeit und Fleiß, Professionalität und Leistungsfähigkeit zu tun hat. Und mit dem Studieren von systemischen Zusammenhängen. Auch diese müssen, wie wir vorher im Gespräch hatten, erweitert werden. Das heißt, lernen, lernen und nochmals lernen. Dabei geht es um die Kombination von Personenqualifizierung und Systemqualifizierung. Das ISB-Selbstverständnis beruht auf diesem Glauben und es möge auch so bleiben. Wobei wir helfen können, ist immer wieder im eigenen Privatleben und im beruflichen Handeln wach zu bleiben und dort, wo sich Möglichkeiten auftun, Gängiges zurückzustellen und neue Gesprächs- und Gestaltungsebenen zu wagen. Aufbruch kann so alltägliche Übung sein. Bin ich hoffnungsvoll? Seid ihr hoffnungsvoll? Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut geht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.
ein Spruch von Václav Havel. Ich gebe zu, ich habe die Frage der Hoffnung gemieden. Dadurch jetzt aber, dass ich mich ernsthaft mit dem heutigen Thema noch einmal auseinandergesetzt habe, kann ich spüren, dass dadurch eher mehr Sinn und Hoffnung in mir entstanden ist. Vielleicht liegt es auch an meinem protestantischen Hintergrund. Wenn ich also wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich, nein, keine Kreuzfahrt machen, sondern wie Luther ein Apfelbäumchen pflanzen. Und was noch? Ich möchte es mit Worten der Heidelberger Lyrikerin Hilde Domin sagen. Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Danke. Das waren weise Worte, intensive Worte. Wir wissen, dass es kein leichtes Thema ist, über das wir hier reden. Ich schaue jetzt mal auf diese Anfangssequenz, die wir hatten, und frage dich, Bernd, was war dein persönlicher Moment, als du verstanden hast, dass Nachhaltigkeit richtig ernst ist? Ich habe da keinen einzelnen Moment. Aber ich habe immer wieder Momente, wenn meine Tochter Judith zum Beispiel mich böse anguckt, wenn ich wieder Wurst aufs Brot lege. aber ja, ich bin ja genetisch disponiert für Nachhaltigkeit als Schwabe. Und als Nachkriegskind im Hungerwinter 1946 geboren. Und bei uns war das selbstverständlich, dass es unter der Woche Bratkartoffeln und Endivensalat gab und am Sonntag ein Stück Fleisch, und davon musste für meinen Vater, den Arbeitenden, für Montag was übrig bleiben. Und vielleicht gab es mal unter der Woche eine rote Wurst, für die Kinder eine halbe. Ja, andere Zeiten. Du hast auch gesagt, Zumutungen. Wir müssen eigentlich wieder über Zumutungen reden, dass Dinge, die gewohnt waren, vielleicht zukünftig sich anders darstellen und auch anders anfühlen für viele. Wie machen wir das? Mit wem reden wir über was? Also das ist sehr schwer. Ich meine, im beruflichen Bereich habe ich dazu jetzt ja keine Bühne mehr. Aber auch im Privaten, ich leide da unter dem, was ich Feigheit vor dem Freunde nennen würde, weil ich sehe um mich herum Menschen, die ich lieb habe und zu denen ich mich zugehörig fühle, relativ bedenkenlos auf einem Verbrauchsniveau leben, das ich persönlich nicht teile. Und dann habe ich wirklich ein Problem. Spreche ich das an? Wer bin ich, dass ich da Maßstäbe setzen kann? Und selbstverständlich gibt es andere, die noch auf sehr viel niederem Konsumniveau leben, die das gleiche Recht mir gegenüber hätten. Ich bin da unbeholfen, aber ich übe mich. Eine kleine Anekdote, dazu will ich vielleicht erzählen. Ich spiele mit einem Herrn, der schon seit, ich weiß nicht, 15 Jahren im Ruhestand ist, Golden Handshake verabschiedet, und der chattet seither durch die Welt und lässt sich gut gehen. Und irgendwann habe ich ihn einfach mal angesprochen und sagen, ja, wie verdreckt sich das denn eigentlich damit, dass du Großvater bist und dass die Atmosphäre kaputt geht? Da druckst du so ein bisschen rum und sagst, ja, ich habe es halt gern warm. Ich habe dann nicht weiter eskaliert. Und wir haben dann weiter Tennis gespielt. Aber ich habe gemerkt, es arbeitet in ihm. Und deswegen übe ich mich jetzt immer mehr etwas im Nudging.
diesen Begriff, also so anstupsen. Ein paar Wochen später, als er mir erzählt hat, dass er mit dem Zug irgendwo hinreist, habe ich gesagt, Mensch, finde ich toll, dass du entschieden hast, weniger fliegen zu wollen. Guckt er mich ganz irritiert an, sagt, habe ich doch gar nicht. Ich sage, oh. Aber ich merkte auch, es arbeitete. Und ich bin jetzt sozial ja eh nicht der Geschickteste, aber ich glaube, wir müssen alle lernen, auch im kleineren, vertrauten Kreis Formen finden, über diese Tabus rüberzugehen, ohne dass es gleich irgendwie eskaliert. Ich habe mal einen auf dem Parkplatz angesprochen, der einfach seinen Motor hat ewig laufen lassen, während er auf seinem Handy rumtippte, und habe geklopft und gesagt, und dann hat er gesagt, was wollen Sie von mir? Ich sage, naja, nur wegen der Umwelt. Ich sage, die Umwelt ist mir egal. Also wir wären schon gleich aneinander hoch, wir haben uns aber bezähmt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt nicht ein radikaler Umweltaktivist. Ich dachte nur, wenn es nicht nötig ist, muss er nicht sein und so. Und dann kamen wir so langsam doch in eine Beziehung und in ein Gespräch. Und ohne das kann man niemanden überzeugen. Spaltet man ja einfach nur. Aber ich bin total Beginner. Ich glaube, dass viele im Raum sind, die das wahrscheinlich besser können als ich. Also Beziehung. Es geht auch da immer wieder um das Thema Beziehung, weil wir damit einfach mehr erreichen können. Eure Beziehung zu diesem Thema, eure Fragen an Bernd. Was möchtet ihr gerne besprechen? Und da kommt ein Mikro in eure Richtung. Hallo zusammen. Danke für deinen poetischen Abschluss, der hat mich sehr berührt, Bernd, also die Hoffnungsperspektive. Und ich möchte eine Frage stellen zu den Unterprivilegierten. Du hast ja über Gerechtigkeit und Verteilung von Einkommen in Bezug zum Club of Rome, zu dem neuen Bericht gesprochen. Und ich arbeite als Lehrer in einer Schule, wo ganz, ganz viele unterprivilegierte und abgehängte und benachteiligte Kinder in meiner Klasse sitzen und ich mit denen in Beziehung trete und ich mich täglich eigentlich frage, so Debatten über Nachhaltigkeit, über Gerechtigkeit, die erfordern, die sind, also mir kommt es so vor, als würden die eben in den Gesellschaftsteilen stattfinden, die eben nicht unterprivilegiert sind, obwohl es ja genau eigentlich auch um das Leben von den Menschen geht. Das heißt, ich sehe da so ein, ich finde es schwierig, mit diesen Kindern darüber in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, das ist gesamtgesellschaftlich auch so, dass bestimmte Teile, die besonders getroffen sind, ob das jetzt bei uns in Deutschland, ob das da so ist oder ob das in anderen Teilen der Welt so ist, also das Thema betrifft sie maximal und sie haben vielleicht ein minimales Bewusstsein dafür oder überhaupt die Möglichkeiten, das Bewusstsein dafür zu haben. Und wie kann man diese Gruppen irgendwie inkludieren, wenn wir jetzt hier in so einem Rahmen zum Beispiel über dieses Thema reden? Wie kann man die inkludieren? Wahrscheinlich kennst du dich und kennt andere sich in diesem Bereich besser aus als ich. Ich habe keine allgemeine Lösung. Ich gucke mich um in meinem Feld. Also wir haben ja jetzt seit 12 Jahren die Schmidt-Stiftung und sie entwickelt sich, hat auch alles sehr viel mehr Engagement, Anstrengung und Lernen bedeutet, als ich mir das damals vorgestellt habe. Und ich überlege mir halt in dem Bereich, den ich kenne und beurteilen kann, was ich da tun kann. Und wir versuchen wirklich, es hätte ja keinen Sinn, wenn ich zum Beispiel noch mehr Suppe ausschöpfe und so. Ich habe schon als Student Patenkinder in der dritten Welt und so gehabt. Ich habe immer schon auch gerne abgegeben, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche nicht so viel und ich kann eigentlich viel erwirtschaften. Aber auch da kommt man ja immer wieder ins Zweifeln, was sind eigentlich gute Wege, dass mit diesem Geld auch Wohlfahrt sinnvoll gestaltet werden kann. Und deswegen versuche ich halt dort, wo ich es überschaue, wo ich was von verstehe, was zu leisten. Und ich habe leider keinen direkten Rat für dich. Ich könnte nur mit dir ins Gespräch gehen und mit anderen,
wo ihr die Spielräume seht und was ihr da tun könnt und was ihr braucht, um die nutzen zu können. Da gibt es eine weitere Frage. Ja, erstmal danke nochmal für den Vortrag. Also ich fand es super, wie du gleichzeitig das Thema Hoffnung adressiert hast, die, glaube ich, sehr wichtig ist, um dieses Thema gut zu bearbeiten und gleichzeitig zu sagen, der Ernst der Lage ist trotzdem da und man muss auch etwas tun. Also das fand ich ein gutes Zusammenspiel. Eine Sache, über die ich so am Anfang so ein bisschen gestolpert bin, da hattest du gesagt, wir müssen noch mehr Aufklärung leisten. Also was ich gleichzeitig schon auch irgendwo denke, gleichzeitig denke ich mir, wenn man sich für das Thema in irgendeiner Weise interessiert, dann kommt man eh nicht darum rum. Also die Fakten sind da, die Informationen sind da. Also was mich immer eher zu der Schlussfolgerung bringt, wir brauchen eigentlich härtere gesellschaftliche Diskurse, wie wir damit weitergehen. Also dass es nicht nur um das Thema Aufklärung und Bildung geht, sondern wirklich diese harte Diskussion, wo wollen wir hin und welche Nachteile nehmen wir, müssen wir dafür auch in Kauf nehmen. Ja? Also ist wirklich, dass wir nicht alles weiter so haben können, wie es ist, dass nicht alles so weitergehen kann, wie es ist. Und da, wie schaffen wir es, diese gesellschaftlichen Diskurse zu gestalten? Also das ist so die Frage, die ich mir letztendlich stelle. Ja, ich sage immer, Kultur ist Frischware, kann nicht konserviert werden. Ich glaube, das gilt für Aufklärung auch in vielem. Dass natürlich für jeden, der es wissen will, eigentlich alles bekannt ist. Ich habe das ja auch gesagt, es sagen so viele Leute Klügeres über das Thema, als es mir einfallen könnte. Und ich habe jetzt zum Beispiel einen Podcast gehört von Jung und Naiv, kann ich sehr empfehlen. Schnottrig im Ton, aber sehr intelligent. Und da gab es eine Tagung über Ungerechtigkeit, die dort im Podcast berichtet wurde, 5. August dieses Jahres. Da sind Leute wie Nico Pech und viele andere, die sich seit Jahren mit dem beschäftigen und die da viel eloquenter sind. Und diejenigen, die bereit sind, was zu investieren und sich aufzuklären, bestens bedienen. Das Problem ist ja mit denen, die nicht so investitionsbereit sind. Und da ist für mich Aufklärung bezüglich der jungschen Psychologie habe ich immer gesagt, Ganzheit ist eine Frage der Ergänzung in vielen kleinen Schritten. Und ich glaube, da können wir einfach lernen, dort, wo wir beruflich und privat arbeiten, wenn wir merken, dass jemand in Schablonen und Schemata denkt und sich damit begnügt und gar nicht auf die Idee kommt, gar nicht böswillig, mal noch eine darüber hinausgehende Frage zu stellen, dass wir uns selbst einfach anhalten, auch die entstehende Beziehung und die Autorität, die wir solchen Menschen gegenüber entwickeln können, zu nutzen für dieses Nudging, für dieses nochmal Fragen, nochmal Fragen. Aber Aufklärung ist ein Jahrtausendgeschäft. Ich habe früher mal gedacht, in jungen Jahren, wenn man Sachen in die Welt bringt, die jedem einleuchten, dann wird spätestens 3 Jahre danach jeder das integriert haben. Und für manche dieser Ideen habe ich dann 25 Jahre später einen Preis gekriegt. Und ganz ab und zu ist es auch geschehen, dass Leute mit diesen Ideen dann auch wirklich was gemacht haben. Also es ist ein leider unendlich zähes Geschäft mit der Aufklärung und es geht in Wellen. Und wir alle können nur Sandkörner sein in dieser großen Düne, die sich hoffentlich in die richtige Richtung bewegt. Du hast vorhin auch über Erschrecken gesprochen. Müssen wir da über kollektives Erschrecken auch nachdenken, wie wir damit umgehen? Ah, ja. Die Leute erschrecken ja, das sieht man ja an den Hamsterkäufen. Aber sie verarbeiten das nicht außer der Idee, ich muss mir einen Vorteil gegenüber anderen und Vorsorge erschaffen. Aber wie schnell Systeme zusammenbrechen, wenn zum Beispiel der Strom ausfällt in bestimmten Bereichen, und was das alles bedeutet, ist auch Aufklärungssache, ne? Dass das Telefon nicht mehr geht, dass die Wasserpumpen nicht mehr gehen, dass die Heizungen nicht mehr gehen und dass einfachste Lebensgrundlagen in kürzester Zeit für die allermeisten Menschen verloren gehen, das erschreckt wirklich. Eigentlich ist es nicht verwunderlich, es ist die Frage, wie konnten wir so verblendet sein, zu glauben,
dass mit dem geschmierten System, das wir entwickelt haben, dass wir da auf der sicheren Seite wären. Ja, ich habe auch eine Frage. Danke dir, Bernd. Markus Christen hier als Berater aus Hamburg. Und zwar, du hattest ja gesagt, ja, am Ende nochmal Feigheit vor dem Freunde, hatte du das genannt. Und ich in der Diskussion mit den Beraterkollegen hier in Hamburg und auch am ISB ist so die Frage entstanden, Feigheit vor dem Kunden oder Feigheit vor dem Kollegen sozusagen. Und angesichts der Diskussion, die ich, sage ich mal, zu Hause am Armbrutstisch habe mit meinen Kindern, 16 und 20, die sagte mein Sohn jetzt gerade letzte Woche, Papa, siehst du das auch so, dass wir an sich noch sechs Jahre Zeit haben, um wirklich das Ruder rumzureißen, um das 2-Grad-Ziel noch zu erhalten, bevor uns halt der Klimawandel aus der Hand genommen wird und wir ihn gerade gar nicht mehr beeinflussen können? Und das ist auch meine Lesart der IPCC-Berichte. Und ich frage mich halt in unserer Profession jetzt als Beraterin und Berater, was bedeutet das eigentlich, dieses Nudging? Also ich nenne das auch für Nachhaltigkeit inspirieren sozusagen. Das versuche ich halt auch. Und da frage ich mich, was bedeutet das an sich von unserer Rolle, von der Allparteilichkeit und der im Dienste des Kunden ihn unterstützen in der systemischen Organisationsentwicklung? Oder wie weit gibt es jetzt noch wollen wir mehr Verantwortung übernehmen und, ich sag mal, den Ton noch mehr aufdrehen, sage ich mal, und unsere Kunden auch wachrütteln und wirklich in Beziehung bleibend konfrontieren? Und auch diese Diskussion, die ich immer wieder habe mit Kunden, wenn wir sagen, ne, brauchen wir jetzt eine Nachhaltigkeitsstrategie, das ist an sich mein Ausspruch und meine Einschätzung, an sich eine Strategie grundsätzlich, die nicht nachhaltig ist, ist keine Zukunftsstrategie mehr. Und wie weit kommt uns jetzt an sich so auch die Rolle zu, mehr so ein Wake-up-Call zu machen und sozusagen die Deutlichkeit so aufzudrehen? Weil mir geht es ähnlich wie dir in deinem Beispiel, als mein Vater, der Biologe ist, mir zu diesem Thema auch Sachen erzählte oder Ökologe, dann habe ich damals von Holmer von Ditfurth das Buch Lasst uns ein Apfelbäumchen pflanzen, und da war ich irgendwie 15, habe ich gleich 10 Exemplare gekauft und das jedem dann geschenkt, der Geburtstag hatte. Ja, und ich erinnere mich an einen Zeitungsartikel, der vor 30 Jahren war, das wird ja immer mal wieder so als Anekdote aufgelegt, da hieß es bei der SPD vor 30 Jahren, vielleicht sollten wir den innerdeutschen Flugverkehr verbieten. Das war vor 30 Jahren eine Fragestellung. Also ich erlebe selber, wow, diese Gap, dass es uns an sich nicht gelungen ist, wirklich was zu tun. Und jetzt gilt's. Und wie reagieren wir dann als systemische Berater darauf? Also müssen wir unsere Zunft auch ein bisschen neu denken vielleicht, unsere Rolle. Wie siehst du das? Auch im ISB, wie wird das gelebt sozusagen? Findet das Eingang in die Curricula? Erlebst du das? Wäre so wirklich interessant zu hören. Danke. Ja, vielen Dank. Du hast ja schon selbst Antworten gegeben, viele in deiner Art der Frage. Ich kann das nur bestärken. Also ich bin dankbar für eine Generation junger Menschen, und es sind hauptsächlich junge Frauen, die ja im Fernsehen in einer Klarheit und in einer Direktheit und eben nicht in einem solchen blinden Eifern auftreten. Das macht mich sehr hoffnungsvoll. Also dass da in einer Weise Klartext gesprochen wird und auch zunehmend eben diese öffentlichen Bühnen dafür zur Verfügung stehen. Es gibt dann immer wieder Abwicklungsversuche jeder Art, aber das gibt es, und die können das besser als ich. Ich habe das nicht so richtig in den Genen. Aber wozu wir beitragen können, ist dieses falsche Ideal der Allparteilichkeit und der Kundenorientierung. Wenn das heißt, ein williges Rädchen in einem unsinnigen System zu sein, dann würde ich persönlich das ablehnen. Ich persönlich sage ja immer, mein Stil ist die direktive Beratung. Das meint nicht autoritäres Benehmen, sondern das meint eine Richtung anzeigen, für die ich stehe und innerhalb derer meine Dienstleistung, meine Kompetenz zur Verfügung stelle. Und ich mache das sehr klar. Und wenn ich zum Beispiel, als ich noch gecoacht habe, Top-Leute hatte, die in ihrer privaten Bedürftigkeit gerne schöne Beratung gehabt hätten, die sich aber überhaupt nicht dafür interessiert haben, wie sie das, was sie dabei lernen, in ihre Organisationsfunktion übertragen können, denen habe ich klar gesagt, dass ich ihnen meine Lebenszeit nicht weiter zur Verfügung stelle, wenn sie nicht bereit sind,
eine gewisse Auseinandersetzung damit zu führen. Ich habe das jetzt nicht so ideologisch plakativ getan, sondern ich habe immer wieder gefragt, was bedeutet das in deiner professionellen Rolle, in der Organisationsrolle, fühlst du dich dem verpflichtet und so. Und wenn ich gemerkt habe, da ist totale Fehlanzeige, dann haben diese Leute auch keine Termine mehr bei mir gekriegt, weil dazu will ich nicht beitragen, dass sie spalten zwischen ihrer Berufswelt, in der sie die Sau rauslassen, und ihrer Privatwelt, wo sie jetzt plötzlich die Innerlichkeit entdecken wollen. Es ist ein Kunststück, wie man das als Programm der eigenen Angebote und des eigenen Berufsverständnisses formuliert, dass es eben nicht nur ideologisch ist und dass man den schmalen Grat, der entsteht zwischen von dem anderen als wichtig wegen der Kompetenz erlebt zu werden, aber auch als jemand, der Richtung zumindest anzeigen darf und man zuhört, dadurch, dass man selbst glaubwürdig lebt und auch lernt, das verträglich auch mit Liebe zu kommunizieren. Das ist eine ständige Übung, die wir eben in unseren Fortbildungen, in unserer Auseinandersetzung mit uns selbst leisten müssen. Und ich war immer eher auf der Seite, ist eh klar, ich sage es einmal, dann jeder vernünftige Mensch muss es dann verstanden haben. Das ist leider überhaupt nicht so. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und wir sind derartig von Gewohnheiten geprägt, also Motivationsschocks und Einsichtsschocks helfen auch meist wenig, sondern es ist tägliche Übung. Liebevoll und geduldig. Ja, ich heiße Hans Evers, ich bin Unternehmer in der Finanzwirtschaft und dein Vortrag arbeitet durchaus in mir. Ein Punkt hat mich allerdings unmittelbar zum Dissens gerufen, nämlich Kultur ist Frischware und lässt sich nicht konservieren. Mein Verständnis von Kultur ist erlebte Erfahrung und insoweit eher Dauerwurst, langfristig und schwer zu ändern. In Verbindung mit dem Hannah Arendt-Zitat, die Banalität des Bösen, hätte ich gerne Inspiration, wie kämen wir zu einer Banalität des Guten? Du hast Punkte wie Konsumniveau eingeführt, die ich eher in die Kategorie des Bösen. Was wären andere Werte, was wären andere Vergleichsmaßstäbe, weil Menschen ordnen sich ein, vergleichen sich gerne, um zu einer Banalität des Guten zu kommen, und welchen Beitrag könnt ihr dazu leisten? Ja, der Paul Watzlawick hat das ja, glaube ich, auch mal so genannt. Banalität des Guten. Das sind die vielen kleinen Schritte, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Das scheint auch banal, aber man braucht irgendwie einen Korridor, in den man sich selbst ausrichten mag, um diese vielen kleinen Schritte auch voranzubringen. Und das Erste mit der Frischware, ich glaube schon, dass man Kultur in einer Weise schon auch konservieren kann, deswegen machen wir ja diese Didaktik, deswegen schreiben wir so viel, deswegen gibt es den Campus, und da gibt es schon die Möglichkeit, die Chance für bessere Interaktionen auch in Methodiken zu fassen, die auch von denen, die selbst die Methodiken nicht entwickeln können, auf diese Weise was auf den Weg bringen. Also ich will das jetzt nicht absolut setzen. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dadurch, dass ich es schon mal abgelassen und in ein Buch geschrieben habe, ist es halt nicht getan. Jeder muss überall dort, wo es ist, täglich es wiederholen, weil es nur dann lebt. Ja, und es ist banal und kleinschrittig. Deswegen bedarf es ja der täglichen Übung, und kein Mensch weiß, ob das reicht. Ich weiß es nicht. Schwer auszuhalten. Ja. Auch das ein Feld für uns zu üben. Eine letzte Frage haben wir noch. Dankeschön, genau, abschließend. Ich hatte einen Fall in meiner erweiterten Familie kürzlich, der mich sehr beschäftigt hat und der da irgendwie auch dazu passt. Einer meiner Cousins, Teenager jetzt, deren Eltern... Ich verstehe so schlecht. Ich muss mal vor den Lautsprecher gehen, da wird es vielleicht besser. Ich bin sehr schon gut. Etwas andersschwerhörig.
Es geht letztlich um einen Teenager heutzutage, dessen Eltern gut verdient, gut Karriere gemacht, Immobilien gesammelt, und dieses Kind sagt jetzt, und da hatten wir eben letztens im Familienkreis die Debatte, sagt er, ich hätte lieber einen gesunden Planeten von euch und nicht all die Immobilien, die ich irgendwann erben werde. Das eine könnt ihr mir nicht liefern, da habt ihr gründlich versagt, das andere will ich nicht. Und die Debatte in der Familie, die war wirklich bewegend. Und du hast vorhin in deiner Rede so schön gemeint, du verstehst auch die Wut dieser Extinction Rebellion Generation. Ich verstehe die auch und ich habe die auch zum Teil selbst in mir, und dann sehe ich mich als Beraterin gegenüber Kunden stehen, meistens eher männlich und eher deutlich älter als ich, und wo ich merke, die scheinen diese Wut nicht zu haben oder viel weniger zu haben, wo ich mir wirklich schwer tue, auch meine eigene Wut dann konstruktiv in Fragen umzuwandeln und mit dem dann zu arbeiten. Und die Frage, die ich mir stelle, wenn man jetzt annimmt, diese Fridays for Future Generation wird bald in die Organisationen nachrücken, und angenommen, die schaffen es, sich diese Wut auch zu erhalten im besten Sinne, wie geht man dann um in Organisationen damit, auch als Beraterin, um das konstruktiv zu nutzen und nicht in Gräben aufgehen zu lassen, die uns letztlich dann ja allen nichts bringen? Bei Brecht in der Mutter Courage gibt es einen Ausspruch der Mutter Courage, die sagt, er hat nur eine kurze Wut, schad eigentlich, da wird nichts draus werden. Ich habe ein Essay geschrieben vom langen Mut, weil das Problem mit der Wut ist ja so, dass wenn sie sich ins Wüten erschöpft, ist es nur eine andere Form von Hilflosigkeit, so wie die Rechthaberei und die Borniertheit auf der anderen Seite. Und das ist sicher eine eigene Kunst, dass wir darüber reden, wie kannst du, wenn du schon mal in einer privilegierten Lage bist, die Verantwortung, die sich damit verbindet, auch annehmen. Kannst du denn verantworten, also angenommen man würde das Vermögen oder was immer das ist, verschenken oder irgendwie einfach nur Geld abdrücken, um auf der besseren Seite zu sein? Kannst du das verantworten, wenn damit nichts Vernünftiges geschieht? Du hast Hebel, die andere nicht haben. Und lass uns darüber reden, ob du bereit bist, dieses Schicksal anzunehmen oder ob du dir es relativ bequem machst, indem du so tust, als hättest du damit nichts zu tun. Also da ist Dialog notwendig, aber der ist sicher nicht einfach. Und diese Wut ist sicher ein wichtiges Durchgangsstadium, genauso wie die Selbstgerechtigkeit. Und das drauf pochen, dass man doch selbst das so gut meint und gemeint hat. Und geben ist wirklich schwer. Es ist nicht einfach, so zu geben, dass damit auch Segen entsteht und nicht nur Ressentiments. Da habe ich jetzt keine fertigen Lösungen. In unserer Familie haben wir solche Gespräche auch. Und wir können nur dranbleiben. Aber was, glaube ich, was wir tun können, ist vorsichtig darauf aufmerksam zu machen, dass auf der besseren Seite zu sein wirklich Arbeit ist. Und einer meiner Sprüche ist, wenn dir etwas fehlt in der Welt, sorg dafür, dass es davon mehr gibt. Und nicht kling dich aus und sag, schnöde Welt, das ist es nicht. Wir haben die Welt auch so geerbt, wie sie war, und andere erben sie auch so, wie sie waren. Und sie müssen natürlich jeder seinen Weg finden, wie er die Verantwortung aufnimmt. Und da sind wir dann wieder beim Gesprächsstil in Familien. Wenn der sonst insgesamt nicht gut geübt ist, wird es natürlich schwierig, über solche existenziellen Fragen gleich zu arbeiten. Dann wäre vielleicht besser, man würde ein paar nicht gleich so existenzielle Themen erstmal rannehmen und sich ein Stück in Gesprächskultur üben. Zum Abschluss, Bernd, was sind deine Gedanken, was sind deine Wünsche für die kommenden Generationen, die mit unserem Erbe jetzt umgehen sollen? Wie können die es rocken, wie können die es schaffen? Also, ich bin ja vielleicht ein bisschen altvordermäßig. Ich finde es toll, dass Sie jetzt Ihre Lebensqualität entdecken und vielleicht schon beim Einstellungsgespräch über Sabbatical verhandeln. Aber
Unsere Gesellschaft kann sich so viel Wehleidigkeit nicht leisten. Also ich glaube, früher gab es mal Sprüche wie, wenn mit der Brotkorb höher gehängt wird, dann recken sich die Hälse auch etwas länger. Das ist eine gute Anregung zur gymnastischen Übung. Ich weiß nicht, wie man das pädagogisch bewältigen kann, weil wenn die echt junge Menschen sind ja in der Regel bereit, sich wirklich dafür aufzureißen für etwas Gutes, wenn es notwendig ist, wenn sie gebraucht werden und wenn es direkt spürbar ist. Und das ist, ich finde es pädagogisch eine sehr schwierige Aufgabe, weil pädagogisch kann man diese Notwendigkeit nicht erzeugen. Die tatsächliche Notwendigkeit, die gesellschaftlich existiert, die erreicht die längsten Hebel haben, leider am Ende. Und dann ist vielleicht schon der vorvorletzte Baum gefällt. Also das Dilemma-Buch ist ja gerade rausgekommen. Ich kann nur helfen, nicht abzugleiten in Schönfärberei und Schwarzmalerei. Und im Angesicht des möglichen Untergangs zu leben, ist eigentlich eine Conditio Humana, schon eigentlich seit Jahrtausenden. Wir haben jetzt eigentlich eher eine Blase, in der das nicht mehr so relevant war, eine Zeit lang. Und müssen alle vielleicht wieder lernen, das zu tun. Und natürlich wünsche ich auch der nächsten Generation trotzdem Freude an dem einen Leben zu haben, denn sie haben auch nur eines. Das ist ein guter Wunsch und toll, dass du hier warst und mit uns dieses relevante Thema angeschaut hast. Vielen, vielen Dank. Habe ich sehr gerne gemacht.